Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Ultima 7, die Seelenschmiede und der Erweiterung. Quatsch, nicht Seelenschmiede. Schlangeninsel. Wie komme ich jetzt auf Seelenschmiede? Keine Ahnung. Wir spielen auf jeden Fall die Erweiterung. Fängt ja gut an. So, vielleicht ist das noch der Rausch, dass wir den Leech getötet haben. Und der Berserker, das klang ja alles nicht so tragisch. Da waren, glaube ich, nur viele Fallen im Gespräch, aber okay. Und wir haben Drachen getötet. Wir haben Drachen getötet. Also Drachen und eine Leech. Schlimmer kann es ja nicht werden, denke ich mal. Hoffe ich mal. Goldene Automatone? Irgendwelchen Kram, den wir garantiert nicht mehr brauchen. Gold haben wir auch aktuell genug. Kampf? Ah, von dir haben wir, glaube ich, auch schon gelesen. So, Jungs, kommt mal alle bitte zusammen. Die geflügelten Schlangen, ja. Da hatte ich schon mit Sir Sean drüber diskutiert. Wie hast du noch die genannt? Amphibitäre oder so irgendwas? Leider konnte man jetzt den Namen nicht mehr lesen. Da hat er nämlich mit mir noch über den Namen gesprochen, weil er sich da nicht ganz so sicher war. Aber den Namen, der gewählt hat, das ist der offizielle mystische Begriff für fliegende Schlangen. Ich glaube, Amphitäre war es, glaube ich, ja. Müsste sein. Oh, einige Mädels. Randa. Aber wieso habt ihr die ganzen Automatone da getötet? Könnt ihr mir das sagen? Das müssen dann die Nagas sein. Ja, schnell die Mädels flachlegen. So, war's das jetzt? Vorerst ja. Oh, nein, noch nicht vorerst ja. So, haben die Mädels. Ja, die haben eigentlich nur normale Pfeile dabei. Wie, ihr habt mal wieder keinen Hunger? Das kann ich euch ja fast nicht glauben. Ja, nee, normale Pfeile brauchen wir, denke ich mal, nicht. Das Gold nehmen wir dankend mit. Was ist das? Lecker Butter, die Kalorien gingen mit. Und nichts mehr. So, aber wieso habt ihr die ganzen Automatone da kaputt gemacht? Oh, da liegt auch ein nackter Mensch. Tut die mal entstapeln. Nö. Nixe da. Ja, ihr da oben könnt mir jetzt gestohlen bleiben. Schauen wir lieber mal nach dem nackten Mann. Ey, du da, könntest du bitte mal auch mitkämpfen? Ja, lasst mal die Schlangen Schlangen sein und geht mal zu Mädels. Denn die Schlangen tun euch, glaube ich, nicht so sehr weh. Ja, die da drüben lasst ihr bitte in Ruhe. Dann schauen wir mal, was der nackte Mann hat. Nichts. Ich glaube, der hat noch nicht mal mehr einen Kopf. Da wollen wir nicht drüber nachdenken. Wir nehmen nur ein bisschen Essen mit. Wie können wir jetzt auch kein Gold mehr tragen? Wir sind so reich, dass wir Gold nicht mehr mitnehmen können.
Ja gut, dann lassen wir auch die Würste da. Es wird doch noch was anderes geben, außer Gold und Essen. Was ist das? Hi, Mädel. Was? Juhu, wir haben eine Falle gefunden. Ah, was ist das Blaue da? Seltsam. Aber ja, wir haben die ersten Fallen gefunden. Können wir bitte hier aus der Ecke wieder raus? Und zwar ohne durch die Falle? Na gut. Ohne durch die Fallen durchlaufen geht eigentlich nie. Aber Vergiftung ist ja nicht ganz so tragisch. So. Mann, bin ich jetzt erschrocken. Ist nur eine... Oh. Lauft bitte. Die schauen trotzdem in das Skelett rein. Da ist nichts. Okay, die sind wahrscheinlich an Fallen verreckt. Das waren irgendwelche Säureschnecken oder so irgendwas. Das waren viele davon. Die Geier sollen eure Knochen, was? Könnt ihr mal bitte nicht in die Falle da unten wieder reinrennen? Das würde ich sehr begrüßen. Da lebt noch was. Konzentriert euch bitte da auf die Säureschnecke. Oder Schnecken. Macht's tot, aber nicht durch die Fallen durch. Heieieiei. So, jetzt haben wir hier einen Berg an Schnecken. Den müssen wir zuerst mal wegräumen. So, da geht's runter. Da ist noch ein Skelett mit, ja, nicht brauchbarem Inhalt. Ja, Falle, es ist ja gut. Wir sind ja schon durch und weg. Das ist wieder so ein Rüstungstyp. Ein oller Lederhelm. Also bisher ist der Loot hier ein bisschen fragwürdig. Da hat es eine Rüstung zerlegt. Ah, Kopflose sind ja auch nicht so das Problem. So, aber wer zwei Drachen oder vier Drachen und einen Lichkönig erlegt hat, den kann so schnell nichts mehr schocken. So, haben wir hier irgendwo irgendwas? Verrotteter Arm. Zeugs ein bisschen umdekorieren. Ja, hättet ihr bessere Ausrüstung dabei gehabt, liebe Vorgänger, dann wärt ihr wahrscheinlich besser durchgekommen. Aber das Zeug ist ja echt unterirdisch. Was? Da sind irgendwelche Linien am Boden. Können wir die bitte umlaufen? Ah! Sägeblatt, alles klar. Dann hier hurt ich drüber. Das ist ein bisschen gruselig. Gehen wir hier mal runter. Da war noch eine Harpie und noch eine Rüstung. Ah, jetzt sind wir bei Harpie und Rüstung und Schlange. Oh, da ist ein richtiger Saustall. Da ist ein Mensch. War was? Wahnsinn, Nigger. Aha, das ist dann wahrscheinlich der Berserker. Autsch. Dann gehen wir da mal Hallo sagen und sollten vorher vielleicht mal schauen, dass diverse Leute ein bisschen geheilt sind. Bevor wir uns mit einem Berserker anlegen. So. Herr des Bettes. Lege selbiges auf den Boden. So. Seid ihr alle satt? Ich bin recht satt. Alles klar. Nein, danke.
Ja, wir schlafen mal 10 Stunden. Mal schauen, ob dann mehr regeneriert wird. Ja, fast. Okay, Jolo, schnapp dir das Bett. Wir gehen weiter. Zuerst möchte ich mal bei dem Wahnsinnigen vorbeischauen. Das riecht nach ganz vielen Fallen. Noch ein paar Rüstungen. Ah, da geht es sogar wieder rechts rüber. Ich glaube, wir sind auf dem rechten Wege. Das da riecht nach Falle. Das riecht sowas von nach Falle. Ja, schnell durch oder langsam und geordnet? Kann man hier irgendwo was machen? Weil wenn er dort oben. Ah, okay. Gut, ich wollte gerade sagen, wenn er da oben wohnt, muss es eine Möglichkeit geben, die Falle zu umgehen. Alles klärchen. Dann haben wir das auch geklärt. Verschlossen. Das ist jetzt Kacke, weil Schlüssel haben wir keinen. Kann man das knacken? Ja, kann man. Sehr schön. Du brauchst Sicherheitsschlösser, mein Lieber. So, dann. Nicht Attacke? Ja gut, dann reden wir halt, ne? Hast du hier einen Saustall? Auf ein Wort. Willkommen, Simpel. Rechnet nicht damit, lange hier zu bleiben, denn ich bekomme langsam Hunger und es ist Monate her, dass ich das Fleisch eines Menschen gekostet habe. Ja, da liegen ein paar Skelette. Wie ist dein Name? Ich bin die Manifestation der entsetzlichsten Bilder aus den dunkelsten Abgründen deines Geistes. Ha, ich bin das ungehemmte Chaos. Also die entsetzlichsten Bilder in meinem Kopf handeln von Drachen und nicht von Menschen. Oh, egal. Diese Feiglinge im Bergfried nennen mich den Berserker. Ja, wir haben von dir gehört. Wieso ungehemmt? Dummkopf, glaubt ihr, dass diese brüchigen Türen mich hier einsperren können? Dass mich die kümmerlichen Fallen und die schwachbrüstigen Wachen aufhalten würden? Unsinn. Ach so, ich dachte, er hätte sich hier verschanzt und hätte die Fallen selbst aufgestellt. Alles klar. Und warum bleibst du dann hier? Der Ring. Ich bin ein Gefangener meines früheren Selbst, denn ohne den Ring kann ich die Welt nicht richten. Welcher Ring? Ihr müsst den Ring von Schal kennen. Sogar der König der Narren weiß um seine Kräfte. Jeder Idiot kann sehen, welche Bedeutung er für meine Absichten hat. Ich weiß, dass ein Ring von Schal im Handbuch erwähnt wird, aber ich weiß nicht, was er tut, denn das habe ich mir nicht durchgelesen. Dann erzähl uns mal, wie du die Welt richten möchtest. Ordnung ist eine Illusion. Die Welt hat vor dieser Wahrheit ihre Augen verschlossen, aber ich werde sie zwingen, sie zu sehen. Und was sehen? Ich werde dem letzten Hierophanten den Tod bringen, um Chaos und Freiheit zu schaffen. Die Menschen sollen sich nicht mehr durch Vernunft schwächen. Na gut, der Großhierophant wurde umgebracht, aber war nicht noch von der Hierophantin die Rede? Ich werde die ganze Welt befreien. Dann erzähl uns mal was von deinen Kräften. Narr, ignorant. Ich sollte euch erschlagen und eure Knochen in meine Sammlung aufnehmen. Ihr kennt die Kräfte des Rings sehr gut. Ich habe doch gesagt, nein. Könnte ich die Reagenzien dafür entbehren? Ich würde euch mit einem schrecklichen Zauber niederstrecken, wenn ich den Ring hätte. Tja, Junge, du hast ein Problem. Und was hat's mit den Reagenzien auf sich? Ich stellt euch nicht einfach nur dumm, oder? Mit ihm am Finger benötigt ihr für Zauber keine Reagenzien mehr, denn er simuliert ihre magischen Eigenschaften. Wenn das stimmt, will ich den haben. Deshalb habe ich den Ring geschaffen, darum habe ich mich dem Chaos verschrieben. Wie hast du den geschaffen? Ja, ihr Narr. Ich war Schal, aber Schal hatte nicht das notwendige Wissen, um sein Lebensziel zu erreichen. Also rief er größere Mächte an als ihn
um sein Werk zu vollenden. Die Chaosschlange gewährte ihm diese Macht, aber das hatte seinen Preis. Welchen Preis? Preis? Man hat ihm die Fehler seiner Handlungen vor Augen geführt. Es war ein Geschenk. Man gewährte ihm ein Jahr Zeit, um sein Werk zu vollenden. Danach würde er sich in mich verwandeln. Gesegnet sei die Chaosschlange für ihre Weisheit. Verwandeln? Mein lieber Schwachkopf, Schal wurde die Weisheit des Chaos gezeigt. Alles in ihm, was noch Ordnung war, wurde getilgt. Er wurde zu einem Ideal des Chaos. Und was heißt da Ideal? Genau, ein Ideal für Chaos. Ich. Es gab einige Chaotiker, die sagten, meine Worte seien die eines Fanatikers, dass ich zu extrem sei. Ha, sie sind jetzt alle tot. Ja gut, diese Unterscheidung zwischen Chaos und Ordnung, das ist halt schon zwei Extreme. Und er ist jetzt halt dann das Extreme von der anderen Seite. Jenes Skelett in der Ecke war Selioas, das in deiner Nähe Ayalsartis. Sie stehen nun dem Zorn der Chaosschlange gegenüber. Also, die beiden? Weil sie sich mir widersetzt haben. Erzähl mal was von der Zeit. Die Chaosschlange war viel zu großzügig, als dass sie ihm ein ganzes Jahr gewährte. Hätte sie ihm nur einen Monat gewährt, hätte ich die Welt bereits gerettet. Und inwiefern war sie großzügig? Schal hatte Zeit, den Ring vor mir zu verstecken. Er gab den Ring einer animierten Rüstung mit dem Befehl, ihn zu verstecken und zu bewachen. Sogar vor sich selbst. Ich habe ihn noch nicht wiedergefunden. Wieso gerade Rüstungen? Die Vorläufer der Automatone. Sie können nicht sprechen und kaum Befehle befolgen. Neben ihnen erscheinen selbst Trottel wie ihr intelligent. Dankeschön. Und welche Befehle gab man ihnen? Es würde mich nicht wundern, wenn die Rüstung das Ganze völlig vergessen hätte. Wieso vergessen? Das verfluchte Ding hat es vielleicht Tage später bemerkt und dachte, es sei ein Felsen. Es könnte irgendwo in einem Schutthaufen liegen. Aha, okay, ist gemerkt. Vielleicht hat es den Ring noch in der Hand. Verflucht sei diese Welt. Und kann man das Ganze wiederfinden? Mein einziger Wunsch war es bisher, eure Knochen hier auf dem Boden verstreut zu sehen, aber ihr könntet mir noch von Nutzen sein. Ich lasse euch am Leben, wenn ihr den Ring zurückholt und ihn mir bringt. Seid ihr einverstanden? Nein. Narr, simpel Dummkopf. Ihr habt euch selbst zum Tode verurteilt. Eigentlich wollte ich noch verschiedene Dinge fragen, aber ich glaube, das geht gerade in eine andere Richtung. Na gut, dann drücken wir gleich C, ne? Ja, dann drücken wir C. Dann zeig mal, was du kannst, mein Bub. Wir haben 2 Drachen oder 4 Drachen und einen Leech getötet. Du hast einiges an Leben, aber jetzt nicht mehr. Alles klar. Weil den Ring möchte ich auf jeden Fall selbst haben und deine Rüstung ist auch unterirdisch. So, ich glaube, er hat sich auf das Skelett und das Skelett bezogen oder auch nicht. Ich hätte jetzt gedacht, dass zumindest die dann was Besonderes dabei haben, aber scheinbar nicht. Eine Münze. Gibt es hier irgendwas zu holen? Es fehlt ja auch noch die Kugel. Irgendwo müssen wir hier auch noch eine Kugel finden. Stimmt, nach der Kugel hätte ich ihn auch noch gern gefragt. Das war ja, glaube ich, auch noch zur Auswahl. Mist, jetzt ist er tot. Kacke. Nicht durchs Feuer laufen. Ach man, nach der Kugel hätten wir echt fragen sollen. Ach da, ja. Hm? Nee, das ist ein Brenner. Das sah nach Kugel aus, aber nein, es ist nur ein brennender Topf. Hier irgendwas, was nach Kugel aussieht. So eine Alchemistenapparatur haben wir auch noch in unserem Gepäck. Ich glaube, die
zusätzliche Zuhilfenahme eines Eimers ist zumeist effektiver, Wasser aus einem Brunnen zu schöpfen, als das reine Drehen der Kurbel. Danke. Aber ich wollte nur testen, ob man da auch wieder runtersteigen kann. Aber dem ist scheinbar nicht so. So, wo sollen wir jetzt unsere Kugel herkriegen? Ein paar Skelette umsortieren. Junge, kannst du bitte nochmal aufstehen? Ich hätte noch die ein oder andere Frage. Ach, Kacke. Sorry. Das muss jetzt raus. Nicht durchs Feuer, wobei das Feuer tut, glaube ich, nichts. Na gut, wir suchen ja sowieso noch den Ring. Vielleicht hat auch sein früheres Selbst die Kugel irgendwo versteckt. Ach, Kacke. Ach so. Ich will nicht ausprobieren, welche Fallen da sind. Ich bin einfach froh, dass ich die Wand gefunden habe. Gut. Also wir rechnen mit vielen Fallen. Mit wahrscheinlich unsichtbaren Wänden. Denn mindestens eine haben wir schon gefunden. Und Automatone sollen doch den Ring bewachen. Und Schutthaufen hätten wir da auch. Wie kommen wir da hin? Da ist zumindest auch noch eine Rüstung und eine Harpie. Ja, macht mal bitte die Harpie wach und dann tot. Oder halt auch nicht, ne? Halt die Rüstung, flieht! Haltet die Rüstung! Avatar, wo willst denn du hin? Hallo, da spielt die Musik. Ihr macht's ganz tot. Oder kaputt, wie auch immer. Die hat auch nichts dabei. Ich würde doch wetten, dass die Harpie da nicht? Oder nicht? So, aber da ist ein Schutthaufen, da würde ich gerne hin. Ich lauf mal so ein bisschen gegen die Wand. Da ist noch eine Treppe. Hier sind viele von den Rüstungen. Also ich laufe halt jetzt die ganze Zeit, aua, gegen die Wand. Hier sollten wir wieder ein bisschen draufhalten. Da waren doch auch noch Sägen, oder? Nee, waren keine. Gut, dann gehen wir wieder auf die andere Seite. Hier waren die Sägen. Also zumindest einen Schutthaufen haben wir gefunden. Hier war so ein komisches Schlaffeld. Ja, das müsste dann eigentlich in diese Richtung sein. Wir werden verfolgt. Shamino, wo willst denn du hin? Shamino, kommst du bitte wieder zurück? Shamino, wie bist denn du da hingekommen? Ah, danke, Shamino. Shamino, du bist mein Held. Danke. Da ist offensichtlich eine geheime Wand. Dankeschön. Mit einem Buch? Bitte nicht in Schlangenschrift. Ich sag's noch, bitte nicht in Schlangenschrift. Haben wir noch so eine Rolle? Ich denk mal schon. Es wird Zeit, dass wir ein Zauberbuch finden. Völlige Heilung. Zauberschlüssel. Explosion. Zauberschlüssel. Falle zerstören. Keine Übersetzung mehr. Hat irgendjemand von euch noch eine Übersetzungsrolle in der Tasche?
Da sind nur die unmöglichen Dinge und ein paar Rosen. Übersetzung. Ja, das ist dann eventuell unsere letzte. Aber ich könnte mir vorstellen, wohl nee, er war ja Schal oder, also doch Schal hieß doch, glaube ich, der Typ vorher. Da hat er den Körper getauscht. Wir lesen mal, was da in diesem Buch steht. So, bitte anwenden. Reel Wies. So, Tagebuch der teuflischen Fallen. Ich, Celia Shaw, begleite eine Reihe von Soldaten und Gelehrten, die Order haben, den Soldaten goldenen Kugelstein zurückzuholen. Ich wurde wegen meines Wissens über Fallen ausgewählt. Eine Expertise, welche insbesondere für eine Reise in Gebiete gelegen kommt, die von einem Unmenschen wie dem Berserker kontrolliert wird. Kontrolliert wurde, in dem Fall. Erste Ebene. Die erste Falle. Ein Soldat, der falsch abbog, wurde durch Giftfelder von seinem Trupp getrennt. Ich hatte das Glück, in seine Richtung zu schauen, als er die Falle auslöste. Sie ist offensichtlich von magischer Natur. Wenn das alles ist, was uns erwartet, ist der Ring so gut wie unser. Also die suchen auch die Kugel und den Ring. Da haben wir was gemeinsam. Zweite Ebene. Der Berserker hat den Einsatz erhöht. Wir entdeckten eine große Höhle, in der sich zahlreiche Statuen von Harpien und dekorative Rüstungen befanden. Wir hatten sofort gefolgert, dass dies Fallen sind, die uns zerschmettern würden, wenn wir ihnen zu nahe kämen. Aber eine andere Falle war geschickter versteckt. Krähenfüße, passend zur Farbe des Bodens bemalt, kosteten die Männer viel Blut, da sie die noch tödlicheren Harpien meiden mussten. Clever. Zweite Ebene. Wir haben die nächste Falle entdeckt. Eine kleine Anzahl von aneinandergereihten explosiven Truhen. Ah ja, stümperhaft. Ich habe die Falle entdeckt, bevor einer der törichten Soldaten daran herumwerkeln konnte. Dritte Ebene. Drei Soldaten betraten eine völlig öde Höhle und lösten eine wirklich teuflische Falle aus. Als sie die Mitte des Raums erreichten, hörten wir den Klang einer Glocke. Nervöse Sekunden vergingen, dann begann ein tödlicher Zauber. Die Soldaten wurden von Flammen verzehrt, die aus dem Nichts kamen, wieder verschwunden und dann anderen Orten wieder auftauchten. Wären sie aus dem Raum geflohen, hätten sie überlebt. Da war ein Körper in diesem Raum und vor meinem geistigen Auge kann ich immer noch das Licht unserer Fackeln sehen, welches sich in einem goldenen Gegenstand in dessen Händen widerspiegelt. Moment, es wurde eine goldene Kugel, glaube ich, genannt, oder? Moment, wie war das jetzt nochmal? Tödlicher Zauber. Die Soldaten wurden von Flammen verzehrt. Hätten sie überlebt. Da war ein Körper in diesem Raum und vor einem geistigen Auge, genau, zieht er immer noch den goldenen Gegenstand, dessen Händen widerspiegelt. Wenn es der Kugelstein war, ist er verloren, denn keiner von uns wird es wagen, sich erneut den Flammen zu stellen. Ich denke, es war nur eine goldene Statue. Ich hoffe es jedenfalls. Vielleicht doch keine goldene Kugel. Dritte Ebene. Wir haben einen weiteren Soldaten verloren. Er wurde in die enge Öffnung einer Höhle gesandt. Ich ahnte gleich, dass er nicht zurückkehren würde. Als er die Höhle betrat, erschien ein Energiefeld in der engen Öffnung. Weder ich noch unser Zauberer hatten Feld zerstören unseren Zauberbüchern. Wir mussten ihn also zum Sterben zurücklassen. Er war einer der letzten Soldaten, die uns geblieben waren. Unsere Chancen zu überleben sind düster. Ja, Feld zerstören haben wir auch nicht. Das war viel Info. Vor allen Dingen von den Kisten sollte man scheinbar die Finger lassen, wenn wir welche finden. Und ja, ein großer Raum und in der Mitte eine Leiche. Da eventuell eine Statue oder eine Kugel. Da sind auf jeden Fall mal Harpien. Oder zumindest eine. Gehen wir hier mal runter. War nicht hier irgendwo der Schutthaufen? Ich dachte kurz, das wäre jetzt der große Raum, aber nein. Hier ist auf jeden Fall auch einiges passiert. Aber es ist auch ein Schutthaufen. Den werden wir mal auseinandernehmen. Das kann ich nicht lesen, alles klar.
Was ist das? Ein roter Mantel. Ah, das ist auf jeden Fall schon mal ein Dietrich. Eine Flöte. Gold Nugget. Aber hier sind keine Rüstungen dabei, die das Ganze bewachen. Kann man das zerstören? Ah, da hinten dran ist noch ein Schrotthaufen. Wir müssen ganz schnell in die Pause. Bis gleich.